Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Guten Morgen, ich wünsche dir einen richtig guten Start in den Tag und wollte zuallererst nochmal darauf aufmerksam machen, dass wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, ist das ganz einfach und ich freue mich total über deine Bewertung. Wenn du also in deiner iTunes-App, also Apple Podcast-App, auf verfügbare Episoden gehst und nach ganz unten scrollst, dann hast du die Möglichkeit, mir eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Oder auch bei Spotify geht es mit einem Klick. Würdest du das für mich tun? Ich danke dir sehr. Gut, beginnen wir mit dem Thema diese Woche, nämlich einen etwas bewussteren Umgang mit deinem Körper zu finden. Auch wenn du ein Kopfmensch bist oder bislang warst, denn diese Dinge können sich ändern. Wir leben in unseren überbevölkerten Städten, dann als Selbstversorger in der Natur, wir leben in trockenen Wüsten, sogar im Weltraum kann man mittlerweile leben. Also Anpassungsfähigkeit scheint der Eckpfeiler unseres Überlebens zu sein. Hat natürlich auch eine Kehrseite, denn manchmal gewöhnen wir uns an Lebensumstände, die unserem Wohlbefinden, unserer Gesundheit gar nicht so gut tun. Wir haben zum Beispiel uns daran gewöhnt, diese ständige Präsenz von Stress in unserem Leben als ganz normalen Teil unseres Lebens, unseres Alltags zu akzeptieren. Im Englischen gibt es das Wort Anxiety. Ich habe dafür keine passende Übersetzung. Wir können es mit Angst übersetzen, aber eigentlich ist das eher so eine ängstliche Überforderung, so ein Erschöpfungszustand, der uns dünnhäutig sein lässt, werden lässt und in so einer Hab-Acht-Stellung verbleiben lässt. Und diese Anxiety ist phasenweise oder immer mit dabei, hinterlässt uns nervös, unruhig, unkonzentriert, eben alles andere als geerdet und sicher verankert in unserer Mitte stehend. Und da sich unsere gesamte Kultur an diesen inneren Stress regelrecht gewöhnt hat, sind wir vor allen Dingen reaktiv unterwegs. Die Welt fühlt sich für viele Menschen so an, als würde sie dauernd zu jeder Zeit aus den Fugen geraten können. Und unser Zeitalter können wir, glaube ich, guten Gewissens als das Zeitalter der Anxiety bezeichnen. Stress ist dabei viel mehr als nur eine emotionale Aufregung. Es ist eine ganz weitreichende Abfolge physiologischer Ereignisse, an denen praktisch alle Organe deines Körpers beteiligt sind. Die emotionalen Zentren im Gehirn, die die ganzen Stressreize verarbeiten, sind direkt mit dem Nervensystem, mit dem Hormonapparat und dem Immunsystem verbunden. Und so ein chronischer Stress oder lange Phasen, in denen wir Stress aushalten müssen, haben tiefgreifende negative Auswirkungen auf die Gesundheit, weil es einfach das Immunsystem schwächt und das Nervensystem erschöpft und den Hormonhaushalt des Körpers stört. Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Und die Antwort ist ebenso einfach zu formulieren, wie vielleicht schwer umzusetzen. Denn wir alle haben sie schon oft genug gehört. Einfach beruhigen, geerdet werden, inneren Frieden finden, präsent sein, präsent werden. Diese offensichtlichen Lösungen machen so viel Sinn. Ja, natürlich, ich muss einfach ruhiger werden, ich muss mich beruhigen können. Aber wie man das dann tatsächlich umsetzt, ist nochmal eine andere Sache. Aber wir müssen erst
runterkommen können, um dann wieder aufzutauchen. Und das Problem liegt nicht nur da oben, nicht nur im Kopf, es liegt auch unten, tief im emotionalen, im physischen Körper. Und aus diesem Grund sind die somatischen Praktiken wie eben TAE, das neurogene Zittern bei TAE, für unser Heilen von so wesentlicher Bedeutung, weil sie uns einladen, uns wieder in unseren Körper fallen zu lassen und ja, das Kernmaterial zu heilen. Vielleicht auch ein Grund, warum Meditation nicht immer greift und nicht immer Hilfe bringt. Also sie kann uns sicherlich helfen, diese innere, rasende, aufgeregte, wilde Bestie ein bisschen zu besänftigen, aber sie kommt eben nicht an diesen inneren Alarmknopf dran. Unser Stolperstein in dieser Hinsicht ist, dass wir uns der Intelligenz des Körpers nicht mehr bewusst sind. Uns fällt zwar immer wieder auf, dass wir fast vollkommen in unseren Köpfen leben und viele Menschen haben oder bekommen wirklich eine tiefe Sehnsucht nach einer stärker verkörperten Art des Seins. Aber wir haben uns in unserer Kultur eben über einen langen Zeitraum vor unserem Körper in unseren Gedanken versteckt. Wir sind hervorragende Kopfmenschen, super fit im Planen und Analysieren. Und wir ziehen diese scheinbare Sicherheit unserer Gedanken der oft wilden Welt der Gefühle vor. Wir kennen diesen Begriff geistesabwesend zu sein, aber ich glaube, körperabwesend zu sein trifft es noch besser. Viele Menschen leben heutzutage weit außerhalb ihres Körpertempels, ihres eigentlichen Zuhause. Körperabwesend zu sein bedeutet, dass der Körper so als selbstverständlich empfunden wird und weitestgehend ignoriert wird, so als ob er nicht so wirklich wichtig wäre. Ist eben auch ein Teil von mir, ich kann ihn schön anziehen und er ist einfach da, aber wir empfinden ihn nicht als Ressource und als Wunderwerk, das er ist. Wir haben nur ein Leben, nur einen Körper. Unabhängig davon, ob du an ein Leben nach dem Tod glaubst oder an eine Reinkarnation, du darfst dich jetzt fragen, wie wirst du dich hier und jetzt um deinen Körper kümmern, der nicht austauschbar ist. Unser Körper scheint manchmal nicht mehr als eine Art Litwasssäule zu sein, ein Zurschaustellen oder ein Verhüllen. Und mit Gedanken und Worten beschämen wir ihn und verabscheuen ihn und verstecken ihn, schämen uns für ihn. Kein Wunder, dass er sich nicht so wirklich wie ein Freund anfühlt. Und scheinbare Unvollkommenheiten markieren wir als ganz großes Makel, statt auch einfach mal die Schöpfung in ihm zu erkennen. In den Körper hineinfühlen bedeutet für viele Menschen, in sehr unangenehme Erinnerungen hineinzufühlen, vielleicht an schreckliche Erinnerungen hineinzufühlen, die in ihren Geweben gespeichert sind. Und stattdessen im Kopf zu sein, ermöglicht es, durch schwierige Umstände hindurchzudenken, diese Gedanken regelrecht wegzudrängen und uns abzulenken mit Dingen, nur um den Schmerz nicht zu fühlen. Wenn wir ihn dann wieder ein bisschen beleben, den Körper etwas lebendiger machen, indem wir mit ihm arbeiten, sodass er wieder ins Fühlen kommen kann, dann werden wir natürlich auch die Gefühle, die da sind, stärker spüren und auch den Schmerz, der mit dabei ist. Aber dieses im Kopf sein, die Verkopftheit hat auch ihren Preis. Es kommt zu einer emotionalen Lähmung. Wir verlernen das Fühlen, nur dass die Erfahrungen natürlich nicht weg sind, sondern weiter in uns stecken. Und immer wieder starte ich in diesem Podcast den Aufruf, aufzuhören, deinen Körper ja, nur so wie aus der Ferne zu beobachten, statt wieder in ihn hineinzuklettern und ihn vollständig zu bewohnen. Sozusagen die Tür wieder aufzumachen. Alle, die mit mir TAE gelernt haben, wissen, wovon ich spreche. Ja, diesen Deckel abnehmen, den Panzer ablegen, sprengen und wieder empfindsam werden, wieder mehr zu fühlen, einfach wieder zu sich zurückzufinden. Wenn wir nicht aufpassen oder anders, wenn wir nicht bewusst handeln, dann stopfen wir unseren Körper oft mit ungutem Essen zu und konsumieren wer weiß was und schikanieren ihn mit Arbeitssucht oder brauchen ganz viele Abenteuer, um ihn nicht zu spüren. Wenn wir ihn so betäuben, dann bleiben die Erinnerungen, die wir nicht mehr haben möchten, begraben, denken wir. Aber
Ich glaube wirklich, es ist Zeit, kollektiv wieder anders mit unseren Körpern in Kontakt zu treten. Und ich finde auch den folgenden Gedanken spannend, besonders auch in Bezug auf Spiritualität, das ja für viele Menschen ein großes Thema ist oder immer mehr zum Thema wird. Auch darauf bezogen darf der Körper wieder eine zentralere Rolle einnehmen. Lass mich dich daran erinnern, wenn wir den Tempel, unseren Körper, nicht ehren, wird es keinen Platz zum Beten geben. Dein spirituelles Leben ist nicht unabhängig von deinem Körper, so als ob das Leben, als ob Gott ein körperloses Konstrukt und keine gefühlte Erfahrung wäre. Wir sind so gute kleine Kopfmenschen und wollen Gott denken, anstatt ihn zu fühlen. Es ist, ich glaube, kein Zufall, dass wir hier in physischer Form sind und Gott in den Menschen ist. Und es braucht deinen Kontakt zu deinem Körper, um dich mit ihm, mit dem Leben verbinden zu können oder verbunden zu fühlen. Wir können den Menschen ja nur vor die Köpfe schauen. Äußerlich scheint alles ruhig zu sein, alles in Ordnung zu sein, aber ganz oft ist es so, dass im Inneren so ein Riesenkessel ungelöster Gefühle brodelt. Und wir festigen uns so eine richtig schön feste Rüstung an, mit der wir uns gegen das Leben verpanzern. Eine starre Muskulatur, harte Züge, flacher Atem, ein verkrampftes Herz. Wie Maschinen sind wir unterwegs und funktionieren und planen und halten aus. Und mit dieser intakten Rüstung denken wir, kann uns nicht so niemand etwas anhaben. Nur wir gehen eben da drin kaputt und brauchen all die Energie, die wir für unsere Zukunft brauchen, auf. Ich habe das Gefühl, selbst Dinge, die wir als komplett körperlich betrachten würden, finden, wenn wir so körperabwesend sind, irgendwie auch nur noch von unserem Kopf her statt. Zum Beispiel so eine objektivierte, vom Herzen abgetrennte Sexualität. Der Körper ist für eine Intimität geschaffen, die tiefgründig ist und vereinigend ist, göttlich ist, also heilig würde ich es für mich bezeichnen. Und stattdessen ist auch das nur noch oft so eine oberflächliche Geschichte, also verkennend, was für ein Wunder diese Art der Vereinigung ist. Nämlich nichts, um dem Moment zu entfliehen oder sich selbst zu entfliehen, sondern um eine Verbindung zu vertiefen. Ja, denk doch mal in diesem Moment an eine Zeit, jetzt kürzlich oder in der Vergangenheit, an der du ganz still warst. Vielleicht nach einem Spaziergang oder einer Runde laufen oder einfach früh am Morgen, als das Haus, die Wohnung noch ruhig war. Denk an einen Moment, an dem du dich richtig klar gefühlt hast und eine Verbindung zu deiner Weisheit oder deiner Intuition hattest. Vielleicht hast du Klarheit oder Befreiung von etwas erhalten, das dich belastet hat. Vielleicht gab es eine Zeit, in der du eine ganz starke Intuition bezüglich einer Person oder einer Entscheidung gespürt hast. Diese Zustände und Erkenntnisse ergeben sich nicht, wenn wir nur im Kopf unterwegs sind und uns gestresst und überfordert fühlen. Diese Momente der Klarheit und der Besonnenheit erleben wir, wenn wir tief im Körper geerdet sind und uns mit uns, mit dem Leben verbunden fühlen. Betrachte mal deinen Körper in dieser Minute. Betrachte ihn von innen, öffne die Augen nach innen. In welchem Zustand befindet er sich gerade? Welche Art von Aufmerksamkeit wünscht er sich? Was würde seine Stärke und Lebenskraft am meisten unterstützen? Was würde seine Widerstandskraft und sein Wohlbefinden stärken? Welche heilende Wahrheit versucht dein Körper dir gerade zu vermitteln? Wenn du deinem Körper auf diese Weise zuhören kannst, kannst du nicht nur ihn spüren, nicht nur deinen Körper spüren, sondern irgendwie auch spüren, dass er der Körper der Erde ist,
dass er Teil des Lebens ist. Deine Knochen bestehen aus Erdmineralien, aus Calcium, Magnesium. In deinem Blut befindet sich auch Meerwasser. Dein Körper ist alles, was du in dich aufnimmst. Und damit ist es nicht nur dein Körper, sondern auch Teil von etwas Größerem. Du bist lebendig gewordene Erde. Und alles gehört irgendwie zusammen. Mach dir bewusst, dass du zu dir und zu Gott, wenn das ein Wunsch ist, nicht außerhalb deiner Tempelmauern finden kannst. Und die Intelligenz des Körpers verschwindet nicht, sie ist immer da. Sie fühlt und weiß Dinge, die sich der ruhelosen, der ängstlichen Intelligenz deines Kopfes völlig entziehen. Sie weiß, wie eng wir mit dem Leben, mit der lebendigen Welt um uns herum verbunden sind. Wenn du jetzt gerade tief in dich hineinhörst und dich mal ganz bewusst erden kannst, wird dein Körper dich wieder mit dem Körper der Erde verbinden. Also manchmal nach TRE, wenn dein Körper mit dieser Methode gezittert hat und wenn danach der Körper kribbelt und surrt und innerlich weiterschwingt und du dich so wunderbar lebendig fühlst. In solchen Momenten ist es ganz einfach, ganz leicht zu fühlen, dass alles zusammengehört und dass das Leben seine eigene Dynamik hat und alles genauso ist, wie es sein soll, weil es so ist, wie es ist. Und da stellt sich ja so ein Gefühl des Gehaltenwerdens ein, Gehaltenwerden von etwas Größerem und einem Kreislauf. Also Achtsamkeit gegenüber dem Körper bedeutet auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer wir wirklich sind. Und diese Wiedervereinigung erfordert eine ganz persönliche Entdeckungsreise. Eine Reise, die sich notwendigerweise gegen die kulturellen Anweisungen richtet, also dem Kopfzentrierten, dem Analytischen, dem Abstrahierenden, dem Systematisierenden, mit dem wir so aufgewachsen sind. Und ich möchte dir mit TRE einen Zugang zu dieser Reise anbieten. Es ist eine so einfache Praxis. Mach dir bewusst, jetzt gerade, dass dein Körper dich nie im Stich gelassen hat, dich nie vergessen hat, dich immer wieder aufgeweckt hat morgens. Auch wenn du gegen ihn gehandelt hast, hat er dich nicht verlassen. Selbst wenn du ihn beschämt hast, wenn du ihn verleugnet hast. Er hat dich durch die zerstörerischsten Lebensabschnitte getragen und heilt die Wunden und gebrochenen Knochen deines bisherigen Lebens. Hält dich sozusagen über Wasser, bis du dich selber finden kannst. Und auch dann. Das ist schon eine besondere Art der Hingabe. Darf man sich bewusst machen. Und er ist außerdem dein Authentizitätsthermometer. Ob wir wollen oder nicht. Unser Körper erinnert uns immer daran, wenn wir uns in die falsche Richtung bewegen oder ob wir die richtige Richtung einschlagen. Es gibt immer Rückmeldungen. Und er stoppt dich manchmal mit Wahrheitsschmerzen, wenn du es wagst, ja, Dinge zu tun, die nicht für dich und für dein Leben, sondern für ein anderes Leben bestimmt sind. Er kommuniziert mit dir, wenn du eine Lüge lebst, ein Leben, das nicht deins ist. Und rebelliert und gibt nicht Ruhe, bis du wieder zurück in deine Bahn findest und bessere Entscheidungen für euch triffst. Vielleicht bist du noch nicht geübt oder bereit, deinem Körper bedingungslos zuzuhören. Aber vielleicht erlebst du ihn ein bisschen neu durch diese Gedanken. Dein Körper ist nicht ein Tempel, den du ab und zu mal besuchst, sondern einer, in dem du dauerhaft wohnst. Vielleicht denkst du jetzt mal an mindestens eine Sache, die du für dein Wohlbefinden tun kannst. Vielleicht sogar heute. 30 Minuten früher ins Bett gehen vielleicht, heute Abend. Oder dir wieder ein kreatives Projekt suchen, einen Kurs vielleicht, den du belegst, den du damals an der Uni verpasst hast und der dich stimuliert. Irgendeine praktische, angenehme Übung, die du in deinen Tagesplan aufnehmen kannst. Oder dich regelmäßig mit jemandem zu treffen, der noch mehr Sinn in dein Leben bringt. Der Meditationslehrer Jack Kornfield sagt, wenn dein Mitgefühl dich selbst nicht mit einschließt,
ist es unvollständig. Du hast ein Leben, einen Körper. Wie wirst du ihn jetzt also unterstützen? Vielleicht möchtest du mit mir in den 5 Wochen deinem Körper beibringen, wie er mit unguten Gefühlen und mit Stressbelastung besser umgehen kann. Das würde mich sehr freuen. Auf meiner Webseite findest du alle Details dazu und ich freue mich, wenn wir einfach mal dazu sprechen, bei Interesse. Es ist Zeit, dass du aufhörst, dich als schwarzes Schaf zu betrachten, zu empfinden und stattdessen dein Licht unter dem Scheffel wieder hervorholst. Und das Wunder, dass du bist, auch durch deinen Körper hindurchscheinen siehst. Ich wünsche dir eine besonders schöne Woche und freue mich, wenn du nächsten Mittwoch wieder einschaltest. Und wenn du mir den Gefallen mit der Rezension tun möchtest, dann bin ich dir sehr dankbar. Mach's gut. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist. Und dafür danke ich dir sehr. Und wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote. Und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt.